Cool. Geht mein Controller nicht. Wir machen nochmal. Warum nicht mein Controller gehen? Ah, jetzt. Guck mal, ob es hier jetzt richtigen Game Sound gibt oder ob wir wieder YouTube Scheiße machen müssen. Ups. So, das wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Das sieht schlecht aus. Dann können wir wieder die Musik ausmachen. Kannst ja von neu anfangen, wenn du willst. Gut, dann mache ich jetzt erstmal Steam weg und Discord weg. Und jetzt machen wir Musik im Hintergrund an und dann legen wir los. Ich werde dann gleich so. Ich werde jetzt gleich wieder in den Trainingsmodus gehen und dann, ja, da schiebe ich nach rechts, das brauche ich und jetzt geht los. Ich habe ja gestern schon erklärt, warum ich dann immer in den Trainingsmodus gehe. Es geht einfach nur darum, dass wenn wir die Charaktere so zeigen, also wenn ich die jetzt in den Kampf schicken will, dann müssten wir die mindestens, ja, ich will jetzt nicht lügen, 3-4 Mal nehmen. Bevor wir dann, genau, wir haben, also so normale Charaktere wie jetzt als Beispiel den, die werden wir direkt überspringen. Wir können die natürlich trotzdem testen, aber dann schnell, weil die werden alle die gleichen Attacken haben wie sonst auch. Gut, wir fangen aber an mit Goku. Wir machen einfach gegen Gohan. Und wir fangen, ja, hiermit an, ganz normal. Das machen wir kleiner, sonst habe ich nachher wieder Lalalex. Genau. Okay, seid ihr bereit? Mal klar, das ist jetzt wieder die normale Tenkaichi-Version. Die wollte ich ja auch super. Denn ich bin ganz ehrlich, auf Multiverse hatte ich jetzt gerade echt keinen Bock. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, wir machen ja sowieso nur noch alle Versionen. Und ich habe ja noch genug auf meinem PC und wie gesagt, es kommen alle dran. Wie viele Mods von Tenkaichi gibt es? Keine Ahnung. Es gibt ja nur volle Mod-Spiele. Und ich habe über 100 Stück auf meinem PC, also ja. Von ältere, das ist jetzt zum Beispiel ein etwas neuerer Mod.
So. Wir können auch beim nächsten Mal, wenn ihr Bock drauf habt, können wir auch mal wieder Tenkaichi Tag Team. Ich meine, viel anders ist das ja auch nicht, aber ja. Buchreize muss man haben, um 100 Mods runterzuladen. Das hat ja damit nichts zu tun. Die habe ich ja alle mit der Zeit runtergeladen. Die habe ich ja nicht auf einmal. Manche Mods, habe ich ja gestern schon gesagt, die sind von 2019 oder so. Ja, 2018 habe ich auch. Sage ich die Musik so in Ordnung oder ist das Spiel zu laut, zu leise? Musik zu laut? Musik passt. Und das Spiel? Weil es ist kein Update, es ist ein komplettes Spiel, was du dir für Computer runterladen kannst. Kostet aber auch nichts, also. Was ist denn? Ja. Was ist das Spiel denn? Gib einfach, also falls du einen PC hast, gib einfach in YouTube ein, YouTube, auf Google Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 und dann gibst du dahinter ein ISO, also ISO, und dann müsstest du auf seiner Seite kommen. Kein Problem, gerne. Ja, bei neuen Spielen hat man dann auch mal coolere Animationen, wie das. Geht das auch auf Laptop? Klar, du brauchst nur den PlayStation 2 Emulator. Aber diese Version ist die, die ich mal mit Dima gespielt hatte früher. Wo Dima immer den Black Freezer gespielt hatte. Genau, der OP-Freezer, genau. Auf diese Version hatte ich gerade irgendwie Bock, deswegen habe ich die heute mal ausgewählt.
Verdrängen. Wir können jetzt auch noch mal eben kurz in alle Formen verwandeln, weil warum nicht? Ich habe sogar eine Version, wenn ich die noch habe. Da kann sich Goku, Vegeta, Gohan, Vegetto, Gogeta, ich glaube, das sind alle. Ich kann sich da circa 32 Mal verwandeln, oder 24 oder 27 oder irgendwie sowas, keine Ahnung mehr. So. Sagen, dann lass uns zum nächsten Charakter gehen, zu Gohan. Na, Gohan haben wir ja Super Saiyan 2 und den Beast. Betreibt noch mehr Super Saiyan 9 und 2. Ja, irgendwie so. Ach ja, und Robert, ich habe, oder generell alle, die darauf Bock haben, ich habe jetzt mein TikTok-Account heute wieder gefunden, mehr oder weniger. Dort werde ich jetzt täglich Dokkan-Content hochladen. Also das heißt, auf meinem Hauptaccount, also auf diesem hier, wird es keinen Dokkan-Content mehr geben. Davon habe ich heute auch noch ein paar Videos hochgeladen, 3 Stück, glaube ich. Oder 4. Okay, die Attacke ist normal. Hab ich auch schon gefolgt. Ah, okay. Das heißt also, falls dieser Account mal irgendwann die 1000 Follower erreicht, dann könnte ich damit rein theoretisch auch live gehen. Aber mal gucken. Hat der auch die gleichen Attacken oder was? Nee. Normalerweise hat ja die Explosionswelle, aber diesmal nicht. Robert teilt und teilt und teilt. Also aktuell macht mir Tenkaichi auch deutlich mehr Spaß als Xenoverse 2. Aber wie gesagt, wir brauchen wirklich mal ein neues Dragon Ball Game, was wirklich gut ist. Und Beast. So, dann gehen wir wieder weiter. Nicht die ganze Zeit die DLCs, was meinst du mit DLCs?
Jetzt mal no joke, wie findet ihr Beast Gohan mit diesem roten Anzug? Ich finde, das sieht ganz komisch aus. Ach so, meinst du das? Ja, ja, klar. Ich finde auch der Limane Anzug steht Gohan da doch ein bisschen besser. Nicht der Daumen Vegeta. Jetzt aber Super Saiyan God. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, der Daumen ist tödlich, richtig. Ich finde wirklich, diese Version hat mit unter die coolsten Animationen von den Charakteren. Genau, diese Explosion sieht richtig gut aus. Und Robert halt weiter und weiter und weiter. Nicht der Arm. Ja.
Kommt mir das so vor, oder Vegeta hier so viele Verwandlungen? Mehr als Goku sogar, oder? Der Piccolo. Nee, ist ja, das ist ja eine Canon-ISO. Also hier gibt es ja nur Canon-Charaktere, die wirklich Canon sind. Die Super Saiyan 3 ist ja leider Gottes nicht Canon bei Vegeta. Deswegen gibt es hier als Beispiel auch keine Filmcharaktere. Ja, mach ruhig eine Pause. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Und da ist er wieder klein. So, gehen wir mal rüber zu Trunks. Worauf ich mich auf jeden Fall am meisten auf nächstes Jahr freue, ist, wenn wir endlich den Trailer zu Tenkaichi bekommen, den neuen. Oder natürlich vielleicht sogar schon das Spiel. Das wäre natürlich noch geiler. Yeah.
kommen zurück. Wenn ich mich verwandle, ändert sich sogar die Jackenfarbe. Ups. Müssen wir nochmal machen. Ja, die Musik ist super. So, ich denke, bei Goten und sowas, die werden wahrscheinlich die gleichen Attacken haben. Wir gehen da einfach mal schnell durch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gleiche haben wie in einem Base-Spiel. Ja, das dachte ich mir. Ja. Und wenn die auch alle das gleiche haben. Von hier können wir noch mal gucken, wenn der da was anderes haben sollte. Aber das glaube ich nicht. Doch, die Animation hat er. Das habe ich mir vielleicht gedacht. Ja, mal gucken, was wir machen werden. Keine Ahnung. Wir sollten auf jeden Fall gute Animationen haben, die Charaktere, und nicht sowas wie Xenoverse. Schade. Ich habe gedacht, dass er vielleicht noch in Super Saiyan noch eine. Sind was richtig von dir gemobbt? Ja, sorry, aber die Animationen von Xenoverse sind doch. Also, ich mag sie nicht. Wir können ja mal kurz durchskippen, ob die normalen Charaktere da auch irgendwie was haben.
Wenn die da irgendwas haben sollten, dann können wir den ja nochmal. Ja, also die Animationen sehen halt einfach scheiße aus. Also sorry, aber so, jetzt 100 mal geteilt. Echt? Krass. Und jetzt nächste Challenge 100.000 Likes. Ja, der hat auch das gleiche drauf. Ja, schade. Wie gesagt, wir können natürlich einmal durchgehen, aber die CGI-Animationen sind aber gut. Ja, ja, die. Ich meine jetzt aber halt die In-Kampf-Animationen. Ne. Auch normale Attacken. Auch normal. Auch normal. Welche Animationen, die haben nicht mehr welche. Ja, aber ich meine, eine Super Kamehameha sieht in dem Spiel aus wie. Ich weiß auch nicht, ganz komisch. Gut, ja gut, ich denke mal den Rest. Gucken wir mal bei Tinko an, ob der was drauf hat. Was Neues zumindest. Ich glaube, deine Vater-Sohn kam ja mehr, die müsste neu sein, bin mir aber nicht sicher. Mein am schlimmsten ist immer noch Broly. Also DBZ Broly. Tiguan war früher mein absoluter Lieblingscharakter in dem Tenkaichi, wie ich den geliebt habe. Ah, doch keine neue wahrscheinlich. Ah, doch. Ein bisschen umgeändert. Ja, Beam Struggles. Ja, also wenn die sich wirklich an den, ein Beispiel nehmen an. Dass ich wirklich ein Beispiel nehme an Tenkaichi, dann sollte das ja schon mit drin sein, ne? Ich glaube, Future Gohan hatte auch soweit die gleichen Attacken. Ja,
Wir gehen trotzdem einmal durch. Ich meine, gleich kommen dann wieder die cooleren Charaktere und dann, ja. Wir machen das einmal schnell und dann passt das. Ja, bei Kakarot hatten wir die Beanstalk jetzt richtig. Aber gut, Kakarot kann man ja auch, also ist ja auch ein Story-Game. Ja, leider Gottes hat der auch die gleichen. Schade. Na gut, die überspringen wir. Und Super Vegeta hatten wir vorhin schon, dann passt das. Dann machen wir mit Vegetto weiter. Ich meine, so welche Animationen, so wie diese Kame, sollte schon irgendwie den neuen Tenkaichi haben. Zumindest so wie Rage and Blast, das wird ja allein schon reichen. Ich meine, natürlich mit besser animiert, aber. Das hatte sehr gute Animationen. Nein, hoffe es nicht. Ich sag dir auch warum. Wenn du Crossplay hast und du mit PC-Spielern spielen kannst und das Spiel hat irgendwann Mod-Support oder. Ja, oder sonstiges, dann willst du mit PC-Spielern nicht spielen. Dann hast du nur noch Hacker. Dann wird dieses Spiel Tode gehackt. So wie GTA circa. Oh doch, lieber nicht.
Ich weiß gar nicht, wie ist das dann bei Dragon Ball The Breakers? Das hat ja auch Crossplay, ne? Nee, hat nicht. Ich dachte es. Oder das ist das. Also. Ich finde Dragon Ball The Breakers absolut. Also, sorry, aber das ist für mich. Schlechteste Spiel, was von Dragon Ball jemals rausgekommen ist. Gucken, ob Gotenks noch Attacken hat, aber das glaube ich nicht. Das Gotenks auch skip. Falls er neue Attacken hat, dann mach ich da nochmal langsam. Zeit eine Abwechslung. Ja, nicht wirklich. Ein Dragon Ball Gamer Cosplay. Ich dachte eigentlich, dass Raging Blast, The Breakers Cosplay hat. Nein, das Einzige, was wirklich gut bisher aussieht in Breakers, ist der neue Broly, der jetzt rausgekommen ist. Das ist schon cool. Ich habe auch Sachen geglaubt. Welche Sachen? Es kommt euer aller Lieblingscharakter Pan, wie ihr alle so gerne mögt. Ja, wow. Gucken wir mal, ob Vegeta was Neues drauf hat. Ich glaube auch, der hat die Blue Evolution. Ja. Explosion ist cool.
So. Ja, ich hatte vorhin schon Ultra-Instinkt, wir nehmen einfach nochmal. Also wie gesagt, wir können ja gerne beim nächsten Mal diese Version spielen mit diesen 1000 Verwandlungen. Ja, die wird zwar... Da gibt es zwar irgendwie nur 7 oder 8 Charaktere, aber die können sich irgendwie 20 Mal gefühlt verwandeln. Oder sogar noch mehr. Bom. Das wird spaßig. Oh ja. Nun kommt natürlich der allerbeste Charakter. Virus, bester Charakter. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Attacke ist, aber... Ah, den brauchen wir nicht nehmen, der wird 100% die gleichen Attacken haben. Ich sage ja, alles was vorher schon im Game war, das können wir skippen. Was ist Fanmade? Was meinst du mit Fanmade? Achso, du meinst die Attacken oder was? Ja, das kann gut sein. Attacken sind ja was anderes.
meine, die Attacken sind ja zum größten Teil alle selber gemacht worden. Einen haben wir noch. Ja. So, muss aber mein Handy wieder holen, dann geht's sofort weiter. So. Hit. Hit und den packe ich in den Schritt. Der Attack ist auch so super gut gemacht worden von Hit. Muss man rein editieren. Jiren ist auch echt cool. Doppo. Justice. Justice. Justice.
das Gift von Leben! Einfach einen Klappstuhl werfen, das wäre was. Sarah, das ist bisher die Version, die die besten Attacken hat von den Charakteren, finde ich soweit. Dispo. Bergamo. Ich hoffe, wenn wir das neue Tenkaichi kriegen, dass wir auch ein Bergamo bekommen. Ich finde den super. Gometo. Wie hast du denn Gometo? Ich glaube, mit den anderen Farben hat man auch die anderen Wölfe. Bin mir aber nicht sicher. Können ja mal gucken. Ne, doch nicht. Oh, ich dachte. Was, einen zweiten Wauwau? Nein. Ist mal ganz ehrlich, wie findet ihr cooler, Anilasa oder Cellmax? So, wir haben noch Universum 6, dann haben wir hier noch das. Oh, wir haben noch einige rein. Na okay, das können wir. Wir können ja mal gucken bei Farbe 3, ob es denn wir denn da die anderen Bauwaus haben. Ja, habe ich mir gedacht. Aber ich möchte gerne Bergamo. Ja, den neuen Tenkaichi, das wäre cool. Ich muss...
Vegeta! Euer Lieblingsuniversum 6, Saiyajin. Alle sind. Nee, find eigentlich, wenn ich. Find Caulifla eigentlich am coolsten. Danach Kaba. Und über ganz weit hinten. Okay. Ja gut, Kefla gibt's ja auch noch, aber. Den habe ich jetzt mal nicht mitgezählt, ist ja eine Fusion. Peter, diesen weiblichen Broly finde ich halt ganz schlimm. Okay, Frost haben wir noch. Wow. Ich dachte eigentlich echt, Frost hätte ein bisschen was Cooleres drauf, aber naja.
Ah, hier hat er seine Buff-Form. Muss ich einmal ganz schnell gucken. Ah. Findest du echt? これがスーパーサイヤ人ロゼだ。万死に値するぞ。Tim, verpiss dich. Und nerv jemand anderen. Wer ist denn da? Ist das Vollidiot? Der meint, in Fighters gibt es Omega, so wie Dings da, Raditz, ohne Mod. Gibt es auch. Ja, ja. Räum weiter. Räum weiter. Ich hab dir letztes Mal schon gesagt, wir können gerne wetten. Und wenn du mir beweist, dass es Raditz und Omega ohne Mod in Fighters gibt, aber danach hat sich ja verpisst. Wenn ich hier schon gewonnen habe, ja, in einem Traum vielleicht. Ich habe mich nicht verpisst, aber okay. Hat deine Mama gesagt, du musst schlafen? Kann ich natürlich auch verstehen. Erbärmlich von dir, immer die Eltern mit reinzuziehen. Ich habe mich deine Eltern mit reingezogen. Ich habe gesagt, dass deine Mama gesagt hat, du sollst schlafen gehen.
Damit habe ich dich deine Mutter mit angegriffen. Würde ich auch nicht tun. Warte mal, ich frag dich mal was Ordentliches. Ich frag dich mal was Ordentliches, Tim. Gogeta, Super Saiyan 4, der auf deinem Profilbild. Ist der Canon oder No Canon? Ich stehe im Recht, ja, genau. Wie gesagt, Tim, ich frage dich, ist der Gogeta auf deinem Profilbild, ist er Canon oder nicht Canon? Ist keine dumme Frage, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Also frage ich dich noch einmal, ist der Gogeta Canon oder ist der Gogeta No Canon? Ich habe letztes Mal schon gedacht, dass der trollt, ohne Witz. Aber auf meine Frage hast du immer noch nicht geantwortet. Gogeta kennen oder nicht kennen? Ja, Feedback, schreib nicht so laut, hör auf damit. Ja, immerhin gibt es ja Raditz und das ist nicht der normale Gogeta, das ist der behinderte Gogeta oder wer? Aber wie gesagt, wir dürfen alle nicht vergessen, in Fighters gibt es schon Omega sowie Raditz. Ach ja, und True Ultra Instinct sowie Ultra Ego Vegeta natürlich auch. Und Marge Vegeta. Ach, und der normale Gogeta ist im Canon. Und der normale Gogeta ist im Canon oder was? Der fragt dich ja. Ich will ja was lernen von dir.
Also der normale, wenn du sagst, das ist nicht der normale Gogeta auf deinem Profilbild, okay. Aber ich habe dich ja gefragt, findest du Gogeta, der normale, ist Canon? Kannst du nicht lesen, kannst du nicht zuhören? Ich habe dich jetzt schon 500 Mal gefragt, ist der normale Gogeta im Canon oder nicht? Der normale Gogeta Super Saiyan 4. Oh, anonym. Sei vorsichtig, du wirst gleich beleidigt von Tim. Bei denen ist alles kennen. Ja, guck mal, da hast du schon wieder Unrecht. Wie anonym schon sagte, oder anonym Musai, sorry. Der normale Gogeta aus den Janemba Movies nicht kennen. Der Dragon Ball Super Gogeta ist kennen. Und der Dragon Ball Super Saiyan 4 aus GT ist selbstredend auch nicht kennen. Denn GT ist komplett nicht kennen. GT gibt es eigentlich gar nicht in Dragon Ball. Ja, jetzt geht das wieder los. Ja. Komplett GT ist nicht kennen. GT gehört nicht zur originalen Story. Nach Dragon Ball Z kommt Dragon Ball Super. Ja, der war letztes Mal schon hier und erzählt mir hier einen vom Pferd und ach, keine Ahnung. Ganz komischer Typ. Ihr habt null Ahnung. Ja, gut. Ja, Robert, aber sorry. Der kam letztes Mal schon hier. Ich kann es dir ja mal erzählen. Der kam letztes Mal schon hier. Meinte mir dann einen vom Pferd zu erzählen. Mich dann zu beleidigen. Ich hätte ja keine Ahnung. Ich wäre dumm und ein Quatsch. Sorry, da kann ich nicht richtig. Was für ein Scheiße. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Deswegen bieten ja auch schon manche Spiele Mod. Content an, wie als Beispiel jetzt Aufbauspiele. Mr. Lore. Kompletter Quatsch. Okay, beweist mir das Gegenteil. Natürlich treut er. 100%. Okay, ich habe auch ein Anime-Profil mit, aber. Aber ja, GT ist Canon. Dragon Ball Heroes ist natürlich auch Canon. Natürlich, klar, Super Dragon Ball Heroes ist Canon. Aber ich wünschte, das wäre so. Denn ich liebe Super Dragon Ball Heroes. Ja, natürlich, alles ist Canon. Die AF-Story, ja, natürlich, Super Saiyan 5 Goku ist natürlich auch Canon. Das Freeze spitzt. Ja, gleich nicht mehr. Gleich mache ich Broly fertig. Muss mich ja jetzt ein bisschen aufpowern.
Okay, dann tut's mir echt leid, wenn ich keine Ahnung habe. Es ist auch schöne Stimmung hier. Mann, wir haben heute was Gutes gelernt, meine Kinder. GT ist kennen. Mods sind scheiße. In Fighters gibt's ab sofort Raditz und Omega. Ohne Mod natürlich. Was kann ich noch von dir lernen? Natürlich, Black Freezer haben wir auch. Ja, natürlich, ich habe doch was von dir gelernt heute. Name of this game, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Hoffentlich erklärt ihr uns doch die versteckten Fassmarchiv, wenn sie brauche ich noch. Helfen in Elfenschehen, ja, das wäre was. Ne, Yamcha Mui gibt es hier leider nicht in der Version. Hier gibt es nur Canon-Charaktere. Deswegen gibt es hier ja auch kein GT. Geht das wieder los? Mein Leben ist zerstört. Ja, Yamcha kann ja dann nicht Canon sein. Aber Drips den Goku ist Canon. Tim, warum leidest du jetzt? Guter Witz, guck, er hat gelacht. Ist auch was Schönes. Habt ihr auch gemacht? Wir haben nicht gesagt, dass wir haben nicht dich beleidigt, wir haben nur gesagt, dass du im Unrecht bist und du siehst es einfach nicht ein. Gotenks, der Große.
Ich meine, Robert, wenn es ihn wirklich stören sollte, diesen Tim, dann hat er die Möglichkeit, hier einfach rauszugehen. Macht er leider nicht, sondern provoziert hier einfach weiter. Wie gesagt, er hat jederzeit die Möglichkeit, hier rauszugehen. Aber nein, er muss ja weiter seinen Frust hier ablassen. Ihr provoziert mich, aber okay. Ja, okay, aber du bist bei mir im Stream. Oder ist das jetzt auch schon dein Stream? Ja, das denke ich aber auch. Da steckt irgendwas steckt dahinter. Ich denke mal, den erwachsenen Gotenks, die werden wir irgendwann auch noch sehen. Nur im Manga jetzt und ja, im Film wollten die das halt noch nicht wirklich zeigen, denke ich einfach mal. Ist ja genau wie mit Goku und Vegeta, die konnten da ja auch schon mehr, als sie da konnten. Und um das nicht zu spoilern, haben die sie halt nur Baseform kämpfen lassen. Oh nein, Spiel stehen geblieben. Alles Robert schuld. Und das in der letzten Reihe auch noch. Ja, Dragon Ball Super wird auch eine andere Story einschlagen als GT. Also GT gibt es halt nicht. Es wurde ja schon bestätigt mit Uub, dass der ja auch bald kommen wird. Ah, scheiße, das habe ich Gamma übersprungen. Dann machen wir gleich. Achso, das meinst du. Ich glaube, der ist schon weg. Ja, schickt mal einen Wikipedia-Beitrag, wenn du Lust hast. Aber ich glaube, der ist sowieso schon weg. Oh, bitte jetzt nicht wieder stehen bleiben. Nee, diesmal nicht. Bing. Ja, schade, dass Gamma 1 und 2 hier nur Farben sind. So ein Odin. Ja. So, die haben eigentlich soweit alle die gleichen Attacken, die auch. Ja. Eigentlich sind wir dann durch. Ich habe GT geliebt. Ja, also ab der dritten Staffel ich auch. Also ab Baby. Arg.
Evolutionsbremse, ja. Vegeta und wo ist mein Super Saiyan 4 Goku? Habe ich verkauft? Oder nicht. Da hat Robert hat heute gesagt, dass Goku Black fast so der fast so ist wie Thales. Was meinst du auf eBay? Feedback. Jetzt komme ich gleich noch auf entspannt. Eine Runde gleich auf Discord durch. Fassbar. Was hältst du davon? Das war, ich weiß gar nicht, weil das letzte Mal da war. Auf jeden Fall war er da noch schlimmer drauf als hier heute. Naja, irgendwann von der Woche oder so. GTS kennen. Und wenn der Kampf gleich zu Ende ist, dann denke ich mal, ist heute auch Feierabend. Obwohl, ich könnte ja eigentlich gleich noch Phasmophobia hier streamen. Hättet ihr darauf Bock, wenn ich gleich Phasmophobia hier noch ein bisschen laufen lasse oder eher weniger? Yeah.
Simon, nee, der ist krank. Den habe ich vorhin schon gezockt. Klar kann Vegeta auch gewinnen. Nur jetzt halt nicht. Okay. Gut, dann beende ich jetzt, denke ich mal. Ja, ich denke, ich beende einfach den Stream. Oder soll ich noch Phasmophobia spielen? Ich weiß nicht. Na gut, mir egal. Ich call euch dann. Ist GT jetzt kennen? Er ist Phasmo kennen. Habe ich euch zu viel versprochen? Nein, du hast zu wenig versprochen. Ich mach wieder dieses Meme rein. Fällt mir schon. Ja gut, dann ladet mal ein, ne? Ich hab dich nicht gestummt. Sag mal was. Doch, sonst würdest du mich ja hören. Ja, ich hör dich doch jetzt. Hä? Du bist so ein Wichser, ne? Glaube ich ihn nicht. Habt ihr vorhin noch die Mission geschafft? Nö. Nein. Wir haben uns halt einen schönen Abend vor dem Fernseher gemacht. Der Geist war auch mal ab und zu dabei. Da hat uns das Popcorn gegessen und du warst einfach weg. Ey, Pika? Ist mit dem Bobbycart losgefahren. Pika, ich glaube, ich weiß jetzt, warum die Fernbedienung nicht funktioniert hat. Warum? Die wir einfach ankennen. Ja, das kann doch gar nicht sein. Hä? Doch? Nein, es gibt nichts, was ankennen ist. Habt ihr Code schon? Ja, lass mich so ein Spiel starten. Ja. Wir hätten auch Fighter spielen können. Hätten wir ihm zeigen können, wie sehr er doch im Unrecht ist. Was ist das für ein Game? Das ist Phasmophobia. Ich wette aber mit euch, dass der Typ nicht mal Fighters buchstabieren kann. Fighters kennen. Ja, der schreibt Fighters halt noch mit A, Junge. Dann bin ich aber raus. Dann muss ich aber ganz schnell über die Berge. Wisst ihr, wie er schreibt? Wie denn? Warte. Du. Fighters. Na, don't do this. Okay. Ey, richtig geil. Der Emoji wurde einfach noch kopiert. Und im TikTok-Chat wurde einfach nicht angezeigt. Ja. Oh, löschen, ich will nicht cringe sein. Weil wer den Emoji benutzt, der ist einfach lost inside und outside. Der Rotschopf. Lass mich. Der braunhaarige. Neidisch. Derjenige, der ankennen ist. So? Was sagst ja. du? Okay, dann mute ich mich hier wieder. Was sagst du? Was willst du? Birne. Und wenn ich das sage, dann wird selbst Stream aber gesperrt, weil was ich will. Ja, es ist TikTok, du musst mal aufpassen. Man darf ja nicht mal TikTok schreiben, also. Ob man sagen darf? Ich nicht. Ich weiß nicht, ich hab schon versucht TikTok zu schreiben, es hat nicht funktioniert. So, Sepp, du bist jetzt Profi, du weißt jetzt, wie es Game geht, ne? Ja.
Cephasmophobia ist das eigentlich ab 18? Nee, ab 16. Nein. Okay, dann ist gut. Weiß ich ja nicht, gar nicht, ab wann das ist. Ab 16. Echt? Nee, unecht. Du darfst das Spiel doch gar nicht spielen. Das Spiel ist eigentlich... Also es ist nicht gruselig, da brauchst du dir keine Sorgen machen, Robert. Ich meine, wir müssen... Hier ist so ein Haus, das siehst du ja, und dort müssen wir halt herausfinden, welcher Geist da ist. Und das sieht man dann halt hier rüber. Ja, wir können natürlich auch gejagt werden. Das ist eigentlich ganz lustig. Kann lustig werden. Ich habe davon letztes Jahr schon einen Clip hochgeladen. Platze. Oh, da ist sie wieder. Oh, genau das Game ist das. Achso. Sepp, dann zeig den Leuten mal, wie gut du in dem Spiel bist. Ja, ich kann wohl zeigen, wie ich der Erste bin, der wieder verliert. Ja, wäre doch lustig, dafür braucht man auch ein bisschen Skill. Zeig dich. Wo bist du? Ist doch noch gar nicht der Raum, oder? Nein, ich will ja gucken, ich habe ja nicht das Thermometer dabei. Oh. Nein, komm mit. Aber ich mach's nicht. Okay, doch, ich mach's. Hab den Raum schon gefunden. Ja, haben wir. Na. Wo seid ihr denn? Guck mal. Ja, ja. Gehst du mal. Geht das eigentlich auch, diese Geisterbox, wenn ihr drinnen seid? Ich weiß nicht, auf was er reagiert. Sind nicht sicher. Ja. Ja, Geisterbox. Also das war jetzt der Geist. Wir haben Geisterbox, ich weiß es, ich hab's gehört. Also, oh, warte mal, den kann ich auch da hinlegen. Ja, genau, dieses Game ist das, wo ich diesen Jumpscare bekommen hab. Man sieht halt, wenn der Geist jagen sollte, dann geht die Tür so zu, dann macht es auf einmal plupp und dann kann man auch nicht rausgehen in der Zeit. Aber ich finde das jetzt anders gut. Das nehme ich. Na, Robert, du kannst ja mal entscheiden, so aus deiner Sicht. Ob ich das Game wohl öfter streamen kann oder auch nicht. Wenn das ganz unterhaltsam ist für dich. Ja, du bist ja eigentlich immer so da. Deswegen kannst du das ja auch am besten entscheiden, finde ich. Habt ihr schon das Buch? Ja. Ja, es liegt doch schon. Hat man das geschrieben. Er hat schon was geschrieben. Dann tragen wir es ein. Ja. Brauchen wir das auf jeden Fall nicht. Es gibt ja noch keine Gefrier. Also es kann jetzt gleich sein, dass der Geist anfängt zu jagen, sieht man das dann flackert so die Taschenlampe. Und dann heißt es laufen. Hab ich mich gerade erschrocken, leck mich um Arsch.
BMF ist nur Level 3. Also ich mach's, warte, kann ich mal was als mitnehmen? Also du machst Foto, ne? Ja. Dann lass ich meine Kamera hier. Ich? Dann nehme ich mir nochmal Salz mit. Nein, nee. Ich rede mit Feedback. Feedback mit I. Ja. Der Geist macht ganz komische Geräusche. Das ist normal, ja. wenn ich Schritte über dieses Ding höre, obwohl ihr euch gar nicht bewegt. Nein, das war ja der Geist. Ich habe geile Fotos, aber mein erstes Video. Oh nein. Ich bin tot. Du bist doch noch erst tot. Feedback hat's erwischt. Er hat auch ein 2-Sterne, wegen dem 2-Sterne-Foto, ich sag's dir. Wegen diesem 2-Sterne-Foto. Die beiden. Wir haben Fingerabdrücke, es ist ein Poltergeist. Echt? Mhm, ich will noch kurz aber ein Achievement vielleicht hinkriegen. Ich geh raus, bevor der mich gleich wieder jagt. Dann hatte ich diese Runde Glück gehabt. Ja. Er jagt. Lebst du noch? Pika? Ach, er ist tot. Na dann. Diese Runde hat die Glück gehabt. Ach, er ist tot. Naja, einfach. Er war halt tot, ne? Ja. Ganz ruhig. Warum ist Pika raus? Weil sein Game gecrashed ist. Ah, kannst ruhig wieder höheren Schwierigkeitsgrad anmachen. Ist sicher. Locker. Ja, dann. Machen wir aber da. Pika und ich gehen schön selten. Du ermittelst dich im Discord und wir und. Du machst die Map. Nein. Warum sind da eigentlich wieder ganz viele Level 1 Dinger? Schwester, aber kurz habe ich was verpasst. Nee. Okay, ich komme da. Wird doch Zeit. Spaß.
Are you ready for some confetti? Mhm, jetzt schaffe ich das. Mhm. So, wir haben Camp Woodwind und Grafton Farmhouse. Was nehme ich? Kannst auch das bin für Willow Street. Okay. Du nimmst gar nichts. Wie spielst du? Kollegen. Machen Sie bereit. Mhm. Da sind halt immer noch. Ach ja, dann spielen wir halt mit hier 1 Items. Mhm. Wenn ich meine Map dran komme, mache ich nicht. Ich gewinne. Hi. Hallo. Eklig, hör auf damit. Das hat mir in den Ohren weh. So, jetzt passt mal gleich auf, jetzt mache ich einen Speedrun im Verlieren. Passt mal auf, wie schnell gleich die Tür zugeht. Das war's. Pika. Das ist der Geist, by the way, der einen jagt. Bin ich halt tot, ich kann den Geist sehen, aber ich kann die anderen auch sehen, aber die können mich nicht sehen und mich nicht hören. Moin. Moin. Was gibt's heute zum Abendessen? Hm? Boah, Junge. Schreck mich doch nicht so. Okay, perfekt. Gibt's sonst noch? Räucherwerk? Ne. Und sonst so, wie geht es dir, Robert? Findest du das Spiel gruselig? Nee, oder? Ah ja, und hier ist auch der Raum, weswegen ich auch verloren habe. Ein Geisterbuch. Der Schrott. Und mir geht's auch nicht so gut, warum nicht? Pika, soll ich's machen? Soll ich gerne nicht? Ich weiß, hast du was.
Nein. Do it, mach es. Ich möchte meinen Freund wiederbeleben. Willst du denn nie wünschen? Hat Breakhaus gemacht. Okay, er klebt wieder. Oh mein Gott. Ich lebe wieder. Du hast. Ich hab jetzt einen Gut bei dir. Ja. Warte mal, leuchte mal. Meine Kamera müsste da irgendwo noch liegen. Ja. So, dann kannst du ja schon mal ausdenken, was du mir dafür gibst. Ich komme heute Abend zu dir. Ich hab dich das letzte Mal wieder belebt, glaub ich. Halsschmerzen, ich bin auch krank, Halsschmerzen. Oh nein. Hat er den Raum gewechselt oder ist generell kalt? Sepp, hast du dir schon mal das Wetter angeguckt eigentlich? Was war das jetzt? Ein Gäste-Event. Ach so. Bist du hier? Ja. Oh, Geisterbox, hab ich gehört. Ja, hast du richtig gehört. Verpiss dich! Nein! Ich bin schon wieder tot! So eine Scheiße! Einfach Double Kill. Oh, Feedback auch tot! Geiler Scheiß, mehr Fotos. Kreuziger Fotos. Peter, ich hab gehört, dass du gerne stirbst, auch wenn man versucht, einfach wieder zu beleben. Ich lebe meinen Freund wieder. Du musst es mit Text machen. Ich wünsche mir meinen Freund wieder. Never mind. Oh shit. Sagt oh shit, ich hab mir nichts gewünscht, ey. Ja, scheiße, ich wünsche mir zu lieben. Ich wünsche mir zu lieben. Ich wünsche mir zu lieben, war ein geiler Wunsch, wenn ich das so sagen darf. Kein Ding. Hi. Zu lieben. Ich will das Game halt. Ja, aber Leute, das ist die Frage, war der mehr kennen? Und kennen. Knechte. Machen wir wirklich Prison? Locker. Locker. Auf Nightmare. Hm. Erstmal eingeben. GT ist kennen. Suchen. Warte mal kurz. Komm noch mal kurz her.
Ich hab was ganz Lustiges jetzt gleich vor. Okay, aber mal gucken, ob es gleich funktioniert. Was denn? Ich lass mich mal die Tür aufmachen. Darauf werdet ihr nicht vorbereitet sein. Wow. Das ist dumpf, ne? Morgen. Hör auf! Okay, ich muss das. Hat sich gelohnt. Ich glaube, hier ist der Raum. Hier ist der Raum. Sepp. Oder auch nicht. Warte mal. Also wir sind bei. Geh noch mal nach draußen. Geh noch mal nach draußen. Lebt er noch? Wieso hört sich da mein... War der Geist in der Nähe oder nicht? Ich bin dran. The Tower. War der Geist in der Nähe oder nicht? Nee. Ja, das ist kurzzeitig. Scheiße. Was machst du? Ich spiel ein bisschen Yu-Gi-Oh! Ist ja Canon. Man gib mir jetzt Hangman, bitte. Du hast deinen Spaß. Ich hab den aber von irgendwie von hier, glaube ich, gehört. Ja, irgendwie lang. Ging hier nicht mal eine Treppe nach oben? Oder war die da vorne? Nein. Doch. Hey, wir sind hier so schnell. Treppe, ja. Oh nein, ich bin tot. Pika, ich hab gesagt, die sollst du wegräumen, wenn wir fertig sind. Hab ich da weggeräumt? Ja. Oh je. Hier. Wo ist hier? Ja, ganz klar, der Raum. Meint ihr, der Streamer speichert den Stream und macht ein Best-of daraus? Kommen wir denn da rüben hin? Ist die Fusebox. Wie kann ich nur heute weiterhelfen? Ist das hier drin oder was? Weiß nicht. Das hier ist der Raum, hier wird es noch kälter. Ja? Ich glaube, UV können wir wegstreichen. Obwohl, ich glaube mir dabei nicht. Also, ihre Akte sagt, dass sie kernbehindert sind.
Wieso? Und ihre Akte sagt... Es ist Canon. Sie sind Uncanon. Also Geisterbox können wir auch wegstreichen, da finde ich nichts. Also Ultraviolett weg, Geisterbox weg. Nee, Ultraviolett noch nicht, ich will's mal testen. Ah, ich lasse es mal hier. Und. Lebt ihr noch? Habt ihr schon Beweise? Nein. Ist das keine? Ihr habt einfach null Ahnung. Ihr Nichtswisser. Oh, wein doch. Ihr habt alle keine Ahnung. Hör doch mal auf, dich zu wiederholen. Ich wiederhole mich nicht, du wiederholst dich. Nein. Nein, du. Provozier doch nicht mal so wie so ein Kind. Mann, ihr provoziert mich immer. Warum beleidigt er mich? Fehlt nur noch, dass er schreibt einmal nach Crime Zigzag. Ja, mit Zigzag hätte ich kein Problem. Und mit Zap Zarab? Damit habe ich ein Problem. Und mit Okese? Jetzt wird's kritisch. Geisterbuch habt ihr schon oder wie sowas? Parabelmikrofon, ich weiß nicht. Hast du schon nach oben Geisterbuch passiert? Geh nochmal rein. Okay. Du sollst hierher kommen, du. Ja, dann werde ich dir auf meine Frage deine Frage beantworten. Habt ihr schon Beweise? Pika, ich hab mal unsere Handschellen in den... Ich glaub, der jagt. Ja? In den, Nein. Truck. Das ist okay. Reicht das eigentlich auch, wenn ich dieses Kreuz in der Hand halte? Fick dich selber. Aber nur, wenn du in der Nähe bist. Ja, wie? Jetzt jagt er! Er kommt. Fingerabdrücke. Danke. Angst. Nee. Oh. Die jagt er immer noch. Halt die Klappe. Keyback. Nichts? Okay, jagt aber ziemlich lang, also ich denke schon Dämon eventuell. Dämonen jagen häufiger. Achso, aber nicht. Falscher Raum. Echt? Oder? Nö. Wo soll ich das Kreuz am besten hin platzieren? Hier vor der Tür? Hier irgendwo hin. Ja. Oh, dieser Hurensohn.
bei EMF Level 5 oder nicht? Ich habe kein EMF-Gerät hier. Das hast du gerade gepiept, oder nicht? Event geht das, beim Geist-Event geht das immer auf 5. Was war das jetzt? Ein Event. Ja, aber... Ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht? Da habe ich doch dieses Kreuz hingelegt. Warum aktiviert sich das nicht? Er kann nur in dem Bereich nicht anfangen zu jagen. Wenn du es platzierst, siehst du ja vielleicht, dass da so eine weiße Markierung ist. Und da kann er nicht anfangen zu jagen. Aha. Ey, Sepp. Mhm. Du hast EMF-1. Du bist also ein bisschen radioaktiv geladen, glaube ich. Yay. Oh, er jagt. Na, dann halt die Klappe. Meinst du, der kann sogar hier hinkommen? Wenn du deine Lampe anlässt und redest, ja. Er hat bei der Tastatur. Ist das eine Grütze? Haben wir Geisterbuch schon oben? Ja. Hat er da schon reingekritzelt? Weiß ich tatsächlich nicht. Weil ich hab ja gleich wieder gehen müssen. Okay, Sepp, weißt du, wie das Ding geht? Das EMF-Gerät einfach anlassen. Das schaffst du doch, oder? Welches? Das hier. Also, das weiß ich. Einfach anlassen. Gut. Los, wir müssen jetzt Pika stolz machen. Hast du Angst, Sebastian? Ja, natürlich habe ich Angst. Ich habe schon eine Kaki-Hose. Eine Kaki-Hose. Mal 3, 2, 1. Ich wusste es. Das kriegst du so an. Einfach auf Ansage. Geil. Lebst du noch? Ich will doch nur rein. Der Geist jagt ziemlich häufig, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ein Dämon ist. Lebst du noch? Robert, würdest du dich da alleine reintrauen? Aufgehört zu jagen, lebst du noch?
Feedback? Oh, der jagt schon wieder. Oh, er kommt. Oh. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Dämon ist. Wie viel Pack lebt noch? Das könnte ich ja schon abhauen. Pack, ich weiß, dass du noch lebst. Wo bist du? Ja, hier, was willst du da von mir? Pisser, das ist ein Dämon. Wie ist ein Dämon? Ja, erstens ist es kein EMF Level 5. Also haben wir nur noch Dämon, Banshee und Mantu. Du warst doch gar nicht da. Der hat mich gerade gejagt, dieser Pimmelgeist. Ja, wird mir stinken. Ich bin fast sicher, dass es kein Dämon ist. Aber wenn du es sagst, dann wird es wohl so sein. Mhm. Also Abfahrt. Und was möchte sagen, dass er ins Geisterbuch geschrieben hat? Hat er? Dann ist es ja. dann ist es hundertprozentig ein Dämon. Also, was hast denn du jetzt eigentlich markiert? Also Geisterbox ist es nicht. EMF Level 5 ist es nicht. Ultraviolett ist es, Geisterbuch ist es, Dämon. Welche Seite ich vorhin auch im EMF 5 hatte? Hattest du nicht. Okay, ich sage, ich hatte EMF 5 und sage, es ist. Was? Du kannst aber mal falsch gewettet. Sagen. Ich dachte echt, dass du ein Dämon. Junge, habe ich mich gerade eingekackt. Ich stand da so an der Treppe. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, Pika? Mhm. Ja, dann kam der Geist. Ich habe den extra zu dir gelotst. Ich habe so gesagt, komm her, komm mit. Ja, ich hab mich übelst eingekackt. Da war mal, kommt dieser Geist so da runter. Und ich denke mir so, nee. Pika? Ja. Ja, ich mach schon. Danke. Ich hab mir so eingeklemmt. Ja, ich auch. Das war nicht schön. Wisst ihr, was sehr schön wäre? Wenn der Geist gleich auch heißen würde.
Junge, da waren richtig die Windeln voll. Ja, sorry, das war eklig, wo der gerade so runterkam. Das war nicht schön. Richtig die Arschbacken zusammengepresst, dass es sich ausflutscht. Hier möchte ich bitte nicht sterben. Noch. Sepp, du darfst jetzt herkommen. Pika YouTube Neo, herkommen. Sepp, hier bleiben. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Da stinkt es drin, ich habe nur Frischluft reingemacht. Die Schule hat drei Eingänge. Da hinten ein, den hier und den da hinten. Wir werden uns aufteilen. Wer möchte wohin gehen? Tschüss. Ich gehe hier. Und was machen wir dann? Sterben. Den Geisterraum suchen. Ich hoffe, der kein Thermometer dabei hat, hat eine Kamera dabei, falls es ein Ort ist oder so. Oder es gilt genug für den Atem. Und so ganz zufällig bin ich das skillige Player und habe den Raum direkt als erstes gefunden. Es war der erste zu meiner Rechten. Ja, es ist natürlich immer der erste Raum, ne? Ist so. Guck doch selber. Guck doch selber. Ich gehe jetzt extra alle anderen Räume absuchen, außer den. Ja, ist das normal, dass das Tonometer die ganze Zeit verschwindet bei mir? Bei mir ist aber auch gerade verschwunden und ich hab's irgendwie auf den deinen Tisch legen wollen und es ist weggepackt. Okay, zeig wo. Der erste Raum rechts. Okay, wir Leute bereit zu sterben. Elderly. Ja, so okay. Gehört. Box. Wir haben Box. Was? Wir haben Box. Ich hab verstanden, wir haben Bobs. Ja, Box hast du. Links und rechts. Hey. Erstmal ehrlich, Robert, du hast jetzt schon so ein paar Runden gesehen. Was ist so deine Meinung bisher zu dem Spiel? Also, was? Kann man das gut streamen oder? Sorry, ich meine Seite noch kennen. Ich bin immer kennen. Oder was meinst du, Robert? Ihr denkt, wir sind nicht kennen. Ist so raus. Ja, ich kack ihn in die Hose. Ja, das stimmt allerdings. Außer wenn du GT Goku spielst, dann nur bedingt. Also, wie mache ich das jetzt nochmal mit dem Kreuz? Das verstehe ich bis jetzt immer noch nicht. Du kannst es doch bestimmt hier gerade irgendwie davor platzieren, ne? Halt mal F gedrückt. Dann siehst du so einen kleinen Radius. Nee. Naja, warte, ich mach mal kurz das hier. Dann sind wir auf jeden Fall sicher. Jetzt habe ich das. Platzieren jetzt? Warte, ich platziere das hier. Das hat jetzt eine richtig große Reichweite, by the way. Es hat so einen runden Radius. Wie runden Radius? Du drückst nochmal, also hebst es auf und hältst F gedrückt, um es dann zu platzieren. Und jetzt? Dann siehst du gleich so einen kleinen Radius, oder? Nee.
Oder auch. Ja, dann siehst du, da kann er nie jagen. Er hat beide ins Geisterbuch geschrieben, meine lieben Liebenden, wenn ihr es mal mitbekommen hättet. Ich weiß doch nicht, wo du das immer platzierst, ey. Hier. Jagt er? Oh nein, ich glaube, der Geist jagt. Alles klar, Robert, ich wünsche dir eine gute Nacht. Komm, wir werden uns opfern. Okay, nein, ich habe Angst. SpongeBob an Patrick. SpongeBob an Patrick. Hier ist die große Krabbe. Geh doch mal rein, du Weicher. Alleine traue ich mich nicht. Ja, das weiß ich schon. Er jagt. So ein Wichser! Gleich raus! Finde ich gut. Nimm das Buch jetzt mit. Wieso? Na, hab ich ein Autogramm von dem Geist. Ich zünd die Schule an. Ich glaube, er jagt. Er jagt wohl doch nicht. Guck mal. Kamera ist drin platziert, oder? Mhm. Gut. Er so. Hallo, Pfeiler. Hallo, Sepp. Wer ist denn eine gute Kamera? Zeig auf die Tür. Ja. Die hat Feedback dahingelegt, nicht ich. Nein, die hat Sub dahingelegt. Wie ist das Pikas Sicht? Sub. Pika, ich glaube, ich habe auf deiner Clam schon mal einen Orb gesehen. Also ich glaube, Ultraviolett können wir auch durchstreichen. Das ist keine Ob, ich glaube, es ist ein Dämon. Wie so ein Huhn. Rock. Endlich hat er einen. Hmm.
so ein Huhn. Wirklich wie so ein Huhn. Connor. Soll ich euch einen Tanz davor machen? Ja, was Feedback? Jetzt genug von deinem Schabernack. Oha. Lass mal abhauen. Warte mal, ich kann die Kamera ja auch. Oh, da kommt er, warte. Was ist ein Mongo? Da ist so ein Mongo vor der Kamera. Jetzt könnte es geil, wenn die Tür zugehen würde. Warte, ich dreh so um. Dieser Hals. Oh, ich glaube, ich glaube, er kommt. Oh, nein. Oh, ich komme mir das schon ein bisschen zu nah. Okay. Ist gut. Ein bisschen mehr mit dem Kopf zurück. Nee. Grässlich. Glatze. Zünde es jetzt an. Oh, er hätte jetzt gejagt. Junge, wer hat den 2 auf einmal platziert? Ich habe nur einen platziert. Grässlich. Guck mal, ich bin voll riskant, ey. Soll ich springen? Warum springst du? Also Ultraviolett, denke ich mal, ist es nicht. Falls es es wäre, wäre es das Heutergeist, aber... Was mit Geisterorb? Habt ihr denn einen Orb gefunden? Ich hab das jetzt... Ja, weiß ich nicht. Ich war ein bisschen abgelenkt. Da war eine andere Kamera drin. Komm, wir machen mal den Countdown. 3, 2, 1.
3. Lass doch. 3. Hi. Und schon was gefunden? Komm, wir gehen alle zusammen rein. Ich komme hier nicht mehr runter. Komm. Ah, jetzt. Mal gleich wieder da. Was Feedback? Ihr wolltet mich da drin versauern lassen. Nein, komm. Das ist jetzt ungünstig. Jagt ihr noch? Mein Licht flackert auf jeden Fall noch. Ja, es fährt. Zum Glück hat der Flur so einen langen Raum. Der Raum so langen Flur, meine Güte. Zum Glück hat der Flur so einen langen Flur. Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich ganz komfort vor der Tür gewesen wäre und die Tür wäre wieder zugegangen. Ja, kenne ich. Also, ich gehe in den Truck und guck nach oben. Sepp, geh du noch mal Fusebox suchen. Was das? Den Stromkasten. Also ich glaube, Fingerabdrücke können wir so langsam echt durchstreichen. Macht ihr nicht. Ich finde es echt schade, dass es hier keine Carry-Option gibt. Weil sonst wirst du jetzt Pega reintragen und einfach warten, bis er stirbt. Was? Nein. guck du mal selber wegen Fingerabdrücke. Er hat gesagt, er möchte dich da gerne reincarryen. Nein. Zu gucken, wie du stirbst, wenn du auf K bist. Das stimmt nicht. Guck du mal wegen Fingerabdrücke. Ich finde zum Beispiel keine. Da ist ein Geist im Raum. Der Geist ist ein Redhead. Und da ist noch ein Geist im Raum. Das war mal ein Spaß. Tu etwas. Der Geisterbox habe ich doch schon. Nein, ich meine jetzt UV. Da wird es aber wahrscheinlich kein UV geben. Ja, meinte ich ja auch. Aber wenn ihr einkreisen dürft... Ich sage, es ist kein UV. Und was? Den... Dots projekt den Geist auf. Dann haben wir den Geist doch.
Den haben wir den Geist aus dem Meer. Dann ist es wohl mehr als es für gut. Ist er so Kennen. Ja, dann ich hoffe, ihr habt Jinjin markiert. Mhm. Ich hab Spirit. Yay. Ey, ich hatte recht, es ist ein Djinn. Saiyajin-Djinn. Saiyajin. Komm sofort. Hä? Was jetzt? Ja, Sepp, wir beißen jetzt raus, wenn Pika's Game ist gecrashed. Wieder mal. Wie seid ich wette, er hat mit Absicht atrophiert. Oh, jetzt Ende. Ja, aber weißt du kannst doch den Stream speichern und da mal ein paar selbst Sachen zusammenschneiden.